Hallo liebe Töpferfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein neues Video zum Thema Töpfern von mir und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie ich meine Mohnblüten für den Garten herstelle. Ich habe die Jahre über mal wieder versucht, Mohn auszusehen, der hat sich aber nicht so hundertprozentig schön entwickelt. Ein paar wilde Mohnblüten sind gekommen und die großen Mohnblüten, die ja immer so schön leuchten, die sind mir leider vergönnt. Von daher habe ich mir gedacht, werde ich die jetzt einfach mal umsetzen und mir aus Keramik welche in den Garten stellen. Wie das nun funktioniert, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ich nehme hierzu schamottierten Ton, hellen, weißen schamottierten Ton. Der sieht jetzt etwas gräulich aus, der wird aber nach dem Brand etwas heller. Und da schneide ich mir jetzt zuerst ein Stück von ab und werde ihn dann auf einem separaten Brett nochmal etwas ausrollen. Als ich vor ein paar Wochen in der Landesgartenschau in Beele zu Besuch war, habe ich diesen wunderschönen Mohn hier fotografiert und der wird mir jetzt etwas als Vorlage dienen. Da lege ich mir mein Handy jetzt hier an die Seite und werde ab und zu mal nachschauen, ob das alles so ähnlich aussehen wird und dann geht's auch schon los. Und beim Ausrollen des Tons drehe und wende ich den immer wieder, damit die Seiten auch schön gleichmäßig dünn werden. Und ich versuche auch den Ton so dünn wie möglich auszurollen, um da keine großen dicken Blütenblätter nachher zu haben. Das Ganze soll ja sehr filigran und zart aussehen und von daher versuche ich das so dünn wie möglich auszurollen. Ich verwende hier einen Ton, der mit einem Schamottanteil von 25% und einer Körnung von 0,2 versetzt ist, sodass ich hier auch wirklich einen guten Halt habe. Damit die Blütenblätter etwas Struktur erhalten, habe ich hier ein Stück Brennholz. Das ist recht gerade und das werde ich jetzt hier in den Ton hineindrücken. Da habe ich dann die einzelnen Maserungen von dem Stück Holz drin. Und so erscheinen die Blütenblätter ja auch etwas unterschiedlich und nicht allzu glatt. Die kleinen Holzsplitter, die man hier erkennt, die verbrennen schon beim Sprühbrand, da braucht man also keine Bedenken zu haben. Mit dem Messer schneide ich mir einzelne Blütenblätter aus und zwar recht unregelmäßig, so etwa in Tropfenform. In der Natur sind die Blütenblätter auch nicht gleichmäßig, von daher kann man da ganz locker mit umgehen. Einfach ein paar Blütenblätter zuschneiden und wenn alle Blütenblätter für eine Blüte zugeschnitten sind, dann geht's weiter. Beim Zuschneiden der Blütenblätter sehe ich zu, dass die einzelnen Blütenblätter die gleiche Längsstruktur haben und somit werden dann die Längsstrukturen aneinander gesetzt und die Blüte erscheint dann auch schön gleichmäßig. Ich beginne dann in der Mitte bei einem Blütenblatt und lege die quasi zu zwei Blütenblättern zusammen, sodass in der Mitte hier schon der innere Teil der Blüte entsteht. Und das drücke ich unten zusammen und habe einen kleinen Stempel sozusagen, in dem ich auch die Blütenblätter befestigen kann. Und da der Ton hier jetzt schon sehr, sehr weich ist, brauche ich auch gar nichts anzuschlickern. Ich brauche das einfach wirklich bloß unten zusammenzudrücken. Und dann hält das auch sehr gut. Also wenn ihr Bedenken habt, könnt ihr natürlich noch etwas Schlicker verwenden, wenn euer Ton etwas härter ist.
Und so gehe ich nach und nach mit allen Blütenblättern vor. Ich bin jetzt hier etwas aus dem Bild gerutscht, aber ich zeige euch das gleich nochmal. Und unten habt ihr dann, wie gesagt, so den Stielansatz. Der ist auch wichtig. Zum einen müsst ihr das später noch befestigen und zum anderen muss das Ganze auch gebrannt werden und muss natürlich dann auch irgendwo raufgestellt werden. Aber dazu kommen wir später. Und weil der Ton, wie gesagt, sehr weich ist, sieht das Ganze natürlich etwas zusammengeklatscht aus und deshalb nehme ich eine Tasse oder einen Becher als Hilfsmittel und werde das Ganze hier etwas locker reinlegen, also nicht stark reinpressen, sondern bloß wirklich oben auf die Öffnung des Bechers rauflegen und dann kriegen die Blüten auch etwas mehr Struktur und ich kann sie etwas nach oben biegen und so lasse ich das Ganze jetzt ganz in Ruhe trocknen. Und spannend wird es jetzt bei den Staubblättern. Das sind diese kleinen abstehenden Stängelchen, die zur Bestäubung der Stempels nachher benötigt werden. Das brauchen wir natürlich hier nicht, aber ich will es euch einfach mal zeigen. Ich habe hierzu eine kleine Presse, eine kleine Tonpresse. Dort rolle ich mir ganz wenig Ton aus, drücke den schon mal rein und dann wird der ausgepresst und da kommen lauter kleine dünne Fäden raus. Und die werde ich nun versuchen, dort in die Mitte anzubringen. Das ist ein bisschen umständlich und man muss auch sehr, sehr vorsichtig sein, wenn die nachher trocknen. Also die brechen wirklich sehr leicht ab, aber die verfeinern das Ganze noch ein bisschen und dadurch wirkt die Blüte natürlich etwas natürlicher. Die einzelnen Tonfäden haben jetzt eine Länge und unten werde ich sie etwas zusammendrücken, weil ich den unteren Teil dann in die Blütenmitte aufbringe und kann dann so noch ein paar kleine Fäden abziehen, die dann auch in der Blüte dann abstehen können. Das Ganze drücke ich noch etwas auseinander und in die Mitte kommt dann noch eine kleine Tonkugel hinein. Das ist dann der gelbe Stempel, den die Mohnblüten immer haben und ich versuche das dann in einem Stück in die Mohnblüte einzusetzen. Die Ränder schneide ich mir noch etwas zurecht, weil ich die jetzt noch nicht so sehr schön finde. Die kann man ja im Nachgang, wenn der Ton noch sich bearbeiten lässt, etwas ja, zurecht schneiden oder abdrücken. Ich möchte gerne ein bisschen ausgefransten Rand haben, weil so ein, ihr kennt vielleicht diesen schön ausgefransten Mohn. Und das versuche ich jetzt hier durch diese Struktur, die schon vorgegeben ist, mit dem Messer noch etwas nachzubearbeiten. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das Ganze beim Trocknen auch nicht kaputt geht und gut hält. Musik
auch von unten wird die Blüte noch etwas versäubert und geglättet. Und ganz wichtig ist, dass hinten am Stielansatz, der ja stehen bleibt, noch auch ein Loch hineingedrückt wird. Das mache ich dann meistens mit einem Schaschlikstäbchen. Und dann kommt die Blüte nachher auf eine Brennstütze, die ich mir selber gefertigt habe. Falls ihr das Video kennt, wie ich mir meine Brennstützen selber anfertige, könnt ihr das gerne nochmal anschauen. Ich kann euch das auch verlinken, damit ihr es gleich findet. Das ist ein schönes Hilfsmittel, gerade wer so gerne filigrane Sachen töpfert und auch Blüten töpfert. Da ist es mal recht schwierig, die im Brennofen nachher hinzustellen. Und dafür habe ich mir, wie gesagt, ein kleines Tool geschaffen und das verlinke ich euch nachher nochmal. Und als nächstes forme ich mir noch zwei Mohnblüten, die noch geschlossen sind. Dazu rolle ich auch hier den Ton mit der Hand aus und rolle so erstmal zwei Würste zurecht und die werde ich oben und unten etwas schmaler gestalten, also im Prinzip den Blütenansatz. Die Falte, die sich hier gebildet hat, die lasse ich auch gleich und dann werde ich unten nochmal auch so eine Art Stiel, noch einen Stielansatz formen. Das ist jetzt recht einfach, da kommen dann auch nochmal ganz zarte Fäden ran, also die, wie gesagt, sehr filigran aussehen, aber man muss eben wirklich sehr vorsichtig arbeiten. Und das ist eigentlich relativ schnell gemacht und unkompliziert. Vielleicht fangt ihr damit an, wenn ihr die Mohnblüten nachtöpfern wollt. Das ist wirklich doch die einfachere Variante. Hier rolle ich mir noch mal etwas Ton aus, ganz wenig und auch sehr dünn und werde hiervon für den unteren Blütenteil die Blätter, die sich manchmal so um die Blüte noch wickeln, die werde ich hier zurechtschneiden und dann, wie gesagt, an dem unteren Stielansatz noch mal befestigen. So, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein Malteserkreuz oder wie eine Windmühle. Und die fange ich dann von unten an. In die Mitte setze ich dann die Blüte im Prinzip rauf und werde das Ganze nochmal oben etwas spitz zulaufen lassen, sodass kleine Blüten, zarte Blütenblätter entstehen, die sich so um die geschlossene Blüte wickeln. Für den unteren Teil habe ich noch mal eine kleine Kugel geformt, die wird jetzt noch mal mit Schlicker angebracht und dann kommt noch ein Loch mit einem Schaschlikstäbchen hinein und dann kann auch diese geschlossene Mohnblüte etwas vor sich hin trocknen. Mit dem Schaschlikspieß werde ich noch ein paar Einkerbungen vornehmen, als ob die Blütenblätter sich dort entfalten könnten. Ihr kennt das sicherlich von den geschlossenen Blüten, wenn die so noch ganz doll zusammengedrückt sind. Dann sieht man doch die Übergänge schon, wo die einzelnen Blätter zusammen sind. Zum Trocknen spieße ich sie wieder auf den Schaschlikspieß auf und habe mir hier irgendwann mal eine kleine Halterung für Blüten geschaffen und werde das dann alles einzeln dort
zum Trocknen aufstellen und dann lasse ich das, wie gesagt, so ein paar Tage stehen, bis das ganz trocken ist. Dann kommt das Ganze in den Sprühbrand, ihr kennt das, und nach dem Sprühbrand wird es glasiert und geht nochmal in den Brand. Mit den anderen Blüten verfahre ich jetzt im Schnelldurchlauf ganz genauso wie mit der ersten Blüte und auch mit der Mohnblüte, mit der geschlossenen. Und das seht ihr jetzt hier noch einmal im Schnelldurchgang und anschließend, wie gesagt, wird das Ganze glasiert. Ich habe hier eine wunderschöne rote Glasur verwendet. Für die Staubblätter habe ich schwarze Glasur verwendet und schreibe euch die auch nochmal drunter, damit ihr ganz genau wisst, welche Farben das sind. Und auch unten in die Mitte kommt noch der gelbe Stempel. Das hebt sich dann auch wunderschön von dem schwarzen ab. Ich bin zurück und meine Mohnblüten sind aus dem Ofen zurück und abgekühlt. Allerdings muss ich die jetzt noch mal ein bisschen nachbehandeln. Das war Niedrigbrand, bis zu 1100 Grad habe ich die gebrannt. Und ihr wisst ja, die sind nicht frostsicher, die sollen im Winter aber draußen bleiben. Von daher kriegen die noch eine kleine Nachbehandlung. Da passiert Folgendes, die Glasur, die hat kleine Haarrisse, die man auch kaum sieht und genau da dringt auch Feuchtigkeit im Winter ein und wenn es dann mal friert und da reicht eine Nacht vollkommen aus, dann sprengt das die ganze Keramik und das ganze Zeug ist hin. Dementsprechend streiche ich die nochmal mit einem Dichtungsmittel ein, das könnt ihr genauso gut für Vasen und auch für Übertöpfe benutzen, also alles was kein Essgeschirr ist, wo ihr keine Lebensmittel drin aufbewahrt, keine Getränke, könnt ihr dieses Dichtungsmittel benutzen. Ich verlinke euch das mal unter dem Video, das gibt es jetzt mittlerweile auch im Handel zu kaufen und ich finde das eigentlich ganz gut und praktisch und wie gesagt, so gerade Gartenkeramik werde ich immer damit einstreichen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das ist unwahrscheinlich ergiebig, deshalb braucht ihr da gar nicht großartig hier die Mengen anzurühren. Ich lasse das jetzt auch unverdünnt. Wenn ihr nur gesprühte Ware habt und diese gesprühte Ware damit einstreichen wollt, könnt ihr das 1:1 mit Wasser verdünnen. Das reicht vollkommen aus. Das ist wie gesagt sehr ergiebig. Und ich streiche jetzt zuerst in das aus. Das ist ein bisschen milchig jetzt. Das scheint nur so, das trocknet nachher. Und dann sieht man von diesem Milchigen jetzt hier nichts mehr. Kann man das erkennen? Ich hoffe ja. Man sieht schon, wie das hier abtropft, weil es einfach schon zu viel ist. So, jetzt darf das abtropfen. Erstmal wie gesagt in. Und wenn das nachher getrocknet ist, mache ich das nochmal außen. Und du willst spielen hier, ne, dicke Maus? Meine kleine Nervensäge liegt mir hier zu Füßen. Hat mir wieder ein Stöckchen gebracht und fordert mich hier ständig auf, mit ihr zu spielen. Jetzt ist Pause. Spielpause, ja. Die Blüten werden natürlich auch von unten angestrichen, inklusive dem Stielansatz. Und wenn das alles gut getrocknet ist, befestige ich die Blüten auf einem Bambusstock und stecke sie mir in den Garten. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß dabei und konntet etwas mitnehmen für euch. Vielleicht töpfert ihr euch auch Mohnblüten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder schreibt mir etwas in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen.